kick it.
sagen, wo das ist Bayer, wo einfach das hier als Bayer, wo bayerisch bin. Und dann halt kommt dann irgendwann die Arroganz dazu, da hab ich halt das österreichische 1, 2, 3, 4, 5 anders verstanden. Ich meine, hör mir das und das in YouTube. Ah, das ist dann der Österreicher oder auch mal der Bayer. Nein, ich habe den Schwitter gehört. Der Schwitter hat eine Unterhaltung, weil ich nicht mehr zu sprechen. Er hat eine Unterhaltung, weil zu betonen und zu sagen, was er sagen will. Und da kommt ein Österreicher und hat eine andere arrogante Art und Weise. Und ich glaube, das ist einfach die Vokale, die A, E, I, O, U. Österreichisch heißt so ei, das ist anders als im Bayerischen, da würde ei, kein Problem, gell? Und als Türke, da komm ich schon sagen, ich bin zwar hier geboren, aber mein Vater, mein Onkel, meine Tante, mein Onkel, ey, das ist alles von außerhalb türkisch. Und ich hab auch keine Buchstabe, der war, wie heißt das, Vokale bei euch. Also, ich hab die A, die E, die I, die U, die U, alle. Und der Österreicher hat alles A, das E, das I, das A, das U. Der normale Deutsche hat ein A, ein E, ein I, ein U. Oder? Hab ich jetzt vergessen? A, E, I, O. Ne, Ü heißt es jetzt. Ü wegen der Gott Ausländer, die ihr mit uns kommen. Jetzt haben wir sogar das Ü, das deutsche Türkische Ü. Der Soundcheck vom Griff mit oder Mikrofon, sag ich mir. Wie sag ich Mikrofon? Das ist ein Mikrofon, Allah. Ein Österreicher, das ist einfach das Mikro. Und das Schweizer hab ich auch gelernt, dass das dann das Mikrofon in der Linie alleine gelebt wird. Jetzt Himmels Mann, was der Anna, der Hochdeutsche, zu sagen hat. Alles klar.
We'll be right back.